auch richtig geil. War so richtig Hood Prenzlberg, so, oder? Also ich liebe diesen Style, so, weißt du, Graffiti gibt es echt überall. Und dann so eine Wohnung, die einfach so, weil aus dem Nix, ne, ist schon krass, Freunde. Ja. Die Leute leben da wirklich, Alter. Würdest du in so einer Graffiti-Sache vollkommen leben, so drin? Alles voller, das Haus voll getaggt? Also an sich, so ein Leben würde ich, klar. Ja. Warum nicht? Du musst halt eigentlich nur schlafen, kochen. Ist ja richtig, ja. Und da arbeiten tust du eh außerhalb von. Das heißt, du achtest auch nicht auf die Oberflächlichkeit, so die Nein. Schönheit und so Scheiß. Finde ich cool, Mann. Finde ich cool. Und damit, bevor das Video beginnt, erstmal würde ich sagen, Daumen nach oben, abonnieren, aktivieren und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich habe heute einen Gast dabei, ihr habt es gerade gesehen. Das war die kleine Einleitung. Six, all in the mix, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einem Video. Heute mit dem Kollege Yellow. Ich nenne dich einfach Yellow, Spitzname. Dankeschön. Ja, ist ja auch sein Spitzname, Freunde. Ich würde sagen, wir checken mal heute mal ab. Dieses Video geht viral. Warum? Weil der Herr Yellow uns auf jeden Fall, der Kollege, uns heute mal die Kulturbrauerei zeigt. Wo sind wir gerade? Prenzlauer Berg oder was? In Prenzlberg in der Kulturbrauerei und ich würde sagen, wir gucken uns mal die Kulturbrauerei. Ja, geil. Ich fand's cool, dass du mir, er hat mich abgehedet und hat gesagt, komm mal vorbei, ich zeig dir mal ein bisschen was. Ich meine nicht, dass ich die Kulturbrauerei nicht kenne schon vorher. Damals gab es immer sehr viele Partys und Veranstaltungen. Heute weiß ich nicht, was abgeht. Daher würde ich sagen, führt uns der Yellow mal rum und ja, die neue Generation zeigt uns heute, was abgeht. Ne? Bin gespannt, Bro. Was gibt's sonst noch zu berichten? Auf jeden Fall wird das so aufnehmen von allen. Ist so schön. Ja. Nicht zu warm, nicht zu kalt, wa? Aber es sind sehr viele Leute unterwegs. Ja, auf jeden Fall. Vor allem hier in der Gegend, wa? Ja. Ja, geil. Wofür ist die Kulturbauer heute bekannt, so? Was genau passiert hier? Chillort oder was? Man trifft sich hier, man isst. Ja. Man kifft vielleicht ein. Okay. Aber du kiffst keinen mehr, oder? Nein, gar nicht mehr. Okay, okay. Wir haben ja vorher ein bisschen was gesprochen gehabt, ne? Ja. Du hast aufgehört, hast du erzählt. Ich hab aufgehört. Sehr gut, sehr gut. Ich durch dich zu Herzen. Finde ich gut, dass du dein Leben im Griff haben möchtest. Ja. Ja, das war ja deine Intention dahinter. Ich habe so viel verkackt in meinem Leben, wegen diesen Kackkiffen. Okay. Nehmt euch das auf jeden Fall alle zu Herzen und denkt mal darüber nach, ob wir wirklich kiffen. Wirklich. Okay. Finde ich gut, weil das ist auch gut für die neue Generation, damit ihr ein bisschen was mitbekommt. Ja. Wie lange warst du im Game? Mit Kiffen? Ja. Ich bin ja ehrlich, mit 13 angefangen. Mit 13, Freunde? 13. Krass. Hast du auch verkauft? Ich habe verkauft. Okay, krass. Nicht große Summen, kleine Summen mehr so. Ja. Damit ich Besseres bekomme. Verstehe. Und das ist ja sozusagen alles Geschichte jetzt? Das ist alles Geschichte, dass ich alles hinter mir lege. Und du bist wie alt? Ich bin 18 Jahre alt. Freunde, und der ist gerade mal 18 Jahre alt, Digga. Ist schon krass, was du dann schon alles erlebt hast, ne? Unglaublich. Alles klar. So, wir bleiben bei der Kulturbrauerei. Das war so eine kleines Impressum von ihm sozusagen, seinerseits. Ja, hier sind Veranstaltungen und so. Also ich erinnere mich an den Ort hier zum Beispiel, als ich damals auch mal so jung war wie du, mit 18, 19 oder 20, bin ich hier damals zum Soda-Club gegangen. Da steht sogar noch drauf, glaube ich. Seht ihr das? Soda-Club. Ja. Und das war hier so um dem Dreh. Und es war sogar damals für mich, also als ausländisch aussehenden Menschen, war das immer schwieriger, um reinzukommen. Ja. Aber es gab immer sehr viele Tricks. Ne? Tischler wurden bestochen. Ja. Also nicht abgestochen, sondern bestochen. Ja. Und ja, mit Geld, mit Gras oder. Es ging alles heute, damals. Ja. Und ja, so kann man auch dementsprechend rein. Und man hatte so eine Art Street Credibility, oder wie nennt man das? Street Credibility. Credibility, Alter. Ja, okay, scheiß drauf. Einmal kurz googeln und dann unten in die Kommentare. Ja, damals mit Breakdance und so, also wir haben ein bisschen Shows gemacht und daher kannte man uns so ein bisschen, weil wir auf der Straße ein bisschen Auftritte hatten. So, ja, damals hatten wir auch Shows gemacht, Auftritte gemacht. Daher kenne ich den Soda Club. Also du kennst den Club als was? Oder den Ort hier? Den Ort kenne ich eigentlich nur als Chillort. Chillort, okay. Alles klar. Man holt sich einen Döner oder eine Pizza. Achso, okay, geil. Und dann setzt man sich in Ruhe. Ja. Geil. Oder man trifft sich mit Freunden, damals haben Joint geraucht, so. Jetzt bitte nicht mehr. Geil. Also es tendiert alles zur Richtung Joint, ja, sagst du? Ja. Wie lange hast du jetzt aufgehört, wenn du ehrlich bist? Wenn ich ehrlich bin, vor ein paar Tagen. Echt, ja? Das heißt, du kannst immer noch zurückfallen. Also ganz, ganz frisch, also ich kann wirklich rückfällig werden. Das soll aber bitte nicht so werden. Nee, ja, alles gut, du schaffst das auf jeden Fall. Ist es denn wirklich so, dass wenn man, ich meine, ich kenne es ja selber, aber ich frage dich nochmal, wie es bei dir wirkt? Bei jedem wirkt das anders.
Ist es wirklich so, wenn man geraucht hat, dass man mehr besseren Appetit hatte? Dass alles besser schmeckt? War es bei dir auch so? Also auf jeden Fall, ich habe mir Pizza irgendwann geholt so. Ja. Und es hat auf jeden Fall so einen besseren Geschmack irgendwie so an sich so. Also man war wirklich fett. Ja. Und hat dann wirklich auch richtig Hunger so. Und dann hat man sich Pizza geholt, die hat auf einmal viel, viel besser geschmeckt als vorher so. Intensiver, ja? Ja, intensiver. Ja, so kenne ich das nämlich auch. Aber es soll hier keine Werbung sein, Freunde. Ja? Wie gesagt. Gut, das ist die Kulturbrauerei. Das war ein ganz schneller Abstecher. War jetzt nichts Besonderes. Aber, keine Ahnung, was kennst du noch so in der Gegend? Ich kenne auf jeden Fall noch die Maximilianhalle. Wollen wir da hin? Die können wir uns gerne mal angucken. Komm, lass uns mal dahin. Ja, sehr angenehm, der Bursche. Hat mir geschrieben, ich habe den Vibe sofort gecatcht. Ich achte ja schon auf den Vibe. Ich würde mich auch nicht mit jedem treffen. Ich bin außerdem, wie gesagt, nicht der Mensch dafür, der sich mit Leuten aus dem Internet trifft. Mag ich überhaupt nicht. Wie gesagt, einige ältere Zuschauer unter uns wissen ja, schlechte Erfahrungen gemacht und so alles, weißt du? Ich würde auf jeden Fall nicht jeden treffen wollen. Aber bei dir hat der Vibe bestimmt und er zeigt mir ein bisschen, was hier so abgeht. Vor allem hier so. Prenzlberg und so. Geiler Typ. So, Freunde, hier sind wir auch schon. Marx-Schmeling-Halle. Für was ist die Halle bekannt, mein Lieber? Hier gibt es auf jeden Fall sehr viel. Hier gibt es Konzerte, hier gibt es Fußballspiele, hier gibt es alles Mögliche. Hier, man hat hier einen kleinen Bolzplatz. Wie man sieht, da vorne sammeln sich die ganzen Jugendlichen und zocken einfach mal zusammen Fußball. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr entspannt. Hier kannst du auch noch Tennis spielen. Auch. Da kannst du dich mit deinem Kumpel zum Beispiel treffen und dann einfach mal eine Runde Tennis spielen. Okay. Gibt es auch hier Spuren von Drogen? Komm hier Leute zum Kiffen. Die Dealer sind meistens so im Park. Okay. Das heißt auch nicht so weit weg von hier alles. Auch nicht recht. Sieh hier direkt um die Ecke. Ja, krass. Ja, heftig. Wie findest du das auch als Jugendlicher? Weil Jugendliche oder Kids kommen ja schon in sehr frühem Alter damit in Berührung. Ist das nicht irgendwo ein bisschen eklig? Oder traurig, das ist ja klar, aber ich habe auch dumme Fragen manchmal, wa? Ich meine ja nur, du kommst wirklich an jeder Ecke an Sachen ran. So. Ist das nicht ein bisschen krank? Das ist schon wirklich, also das ist wirklich krank. Also wirklich, egal wo du bist angesprochen. Haben sie mal ein 10er Pep oder haben sie mal ein 20er Ort oder so? Ach so, auch Touristen kommen und fragen, ja, Digga, ne? Wo ich mir denke, Bruder, was willst du eigentlich von mir? Yeah. Ich bin kein Dealer, also nur weil ich so aussehe, nur weil ich vielleicht so rumlaufe, heißt es doch nicht, dass ich gleich... Für den besten Chip. So mit Tasche und so. So mit Tasche und so. Die Vibes, man kennt sie. Ja, geil. Ja. Weißt du, dass diese Taschen, dieser Style damals bei uns als homosexuell galt? Echt? Ja, so wie nennt man das? Das wusste ich gar nicht. Na, also wie nennt man das? Bro, damals haben Taschen nur Frauen getragen, so eine kleine Täschchen so. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Damals so eine Köln-Herzfeldplatz 1995 zum Beispiel. Mhm. Da, wo ich auch so in deinem Alter war, damals, als du angefangen hast, 12, 13, 14. Und stell dir vor, wenn du mit so einer Tasche damals umgelaufen wärst, würdest ultimative Schläge kriegen. Also ich damals auf jeden Fall. Das ist geil, damals als Handtasche, Bro. Ja, bei mir ist so, wie kann das sein, dass du alle Sachen reinmachen kannst. Nee, natürlich, natürlich. Handy, alles so. Ja. Heute ist ja auch so eine gewisse Modeerscheinung und alles auch ein bisschen bequemer geworden. Ne? Sagen wir Gucci und Louis Vuitton Taschen. Nee, natürlich, natürlich. Ja, verstehe ich vollkommen. Stylisch damals hatten wir auch nicht sowas, Bro. Nein, gar nicht. Wir hatten ganz kleine... Wir hatten damals ganz, ganz kleine Puller-Handys. Ja, so. Nokia 8210 hast du gesehen. Ja, ja, genau. Sowas halt. Die, ne? Alten Samsung GT, genau. Die hast du sogar in der Unterhose versteckt. Die kleinen, die hast du wirklich in der Unterhose versteckt. Genau, wenn die Polizei kam halt, ne? Mhm. Das war's. Wenn du richtig am Arsch warst, hast du die sogar ins Wasser geschmissen mit SIM-Karte und so. Ja, genau, genau. Ja. Ja. Und, Bro, was geht hier? Ziegen halt, da sehe ich gerade. Was geht da? Wollen wir die checken oder was? Was meinst du, Bro? Haben die auch was dabei? Hier ist so eine Dealer gegen. Ey, was geht ab, Bro? Ey, was geht ab, Bro? Ey, was geht ab? Ey, habt ihr einen Zehner? Hast du einen Zehner? Bro, hast du einen Zehner? Bro, gib mal ein bisschen was. Bro, seid doch nicht so geizig mit eurem Gras, Alter. Yo, Bro! Hast du was? Boah, wie der weggeht. Der ist richtig gestresst. Ich schwöre, der hat gar keinen Bock mehr. Freunde, ich bin gerade fast gestorben. Elektrozaun. Ich hab da noch voll angefasst, voll reingefasst und so. Einen Schlag im Fuß bekommen. War jetzt nicht schlimm, ist einfach nur so, kribbelt nur. Ist jetzt nichts Besonderes. Ist wirklich wenig Volt. Aber die Tiere spüren das gleich, dass sie zurückgehen sollen. Ich meine, wenn es dir aber trotzdem, wenn du kannst dich ja vergewissern, kannst du ja mal anfassen. Ja. Ist nicht schlimm. Du musst dich nicht zwingen, ne? Du spürst auch nicht gleich was. Nein, Mann. Ja. Ich hab mich so rangelehnt und ich spür so Bug im Bein. Du hast Feuerzeuge damals auseinandergebaut und hast dann so ist das, genau. Hast du dann mal mit diesen Dingen so rumgelegt? Ja, aber so ist das, genau so ist das. Du kriegst so Impulse, 3, 5 Mal auf einmal. Ich merke so, mein Bein zittert. Was ist denn hier los gerade, Digga? Warum krieg ich so Schläge gerade?
Ach so, dann müssen sie eigentlich ausschildern. Das ist echt nicht korrekt, sowas. Ne? Aber haben die jetzt? Haben wir da einen gesehen? Das eine Schild, ja. Auf jeden Fall korrekt. Dass sie ach, so float ihr, ja? Seid ihr geschützt, wa? So float ihr also. Was geht, Bro? Hast du jetzt einen Zehner oder nicht? Ja. Die Armen. Hier vorne mal deutlich zu sehen, Max-Schmeling-Halle, Haupteingang. Ja, also sieht schon interessant aus. Wir wollen jetzt da nicht direkt dahin. Produktionsbereich, weil hier ist ja abgesperrt. Rap-Musik war ja auch ganz viel. Aber ganz viel. Sido-Konzert, Bushido war hier damals und so. Und ja, ganz, ganz viele Sachen. Die ist wirklich sehr, sehr groß. Wie diese Columbia-Halle, die werde ich euch aber auch demnächst mal zeigen. Ja, wenn der Kollege Bock hat, gehen wir mal auch zur Columbia-Halle in Neukölln. Oh, auf jeden Fall, wenn du keine Angst hast von Neukölln so. Nein, wir können da gerne zusammen. Neukölln ist ja heute nicht mehr so wie damals, es ist ein bisschen ruhiger geworden. Auch hier nochmal ein paar Eingänge, Presseeingang. Auch eine super große Halle, Freunde, das wollte ich euch auch mal zeigen. So, die Max-Schmeling-Halle sozusagen von der anderen Seite, jetzt sind wir auch schon ein bisschen weiter gegangen. Was sagst du so zum Sperrmüll, so Hood-Style-mäßig? Weil das hat man hier in Berlin fast wirklich überall so. Schau mal. Sieht schon geil aus, was ist das hier alles? Also wir haben hier ist das ein Vakuummaschine? Ich glaube, das ist ein Laminiergerät, oder? Ja, das ist ein Laminiergerät. Echt, ja? Interessant. Und dann hier noch so ein Bilderrahmen. Digga, was ist das? Bilderrahmen? Unterwäsche? Unterwäsche. Meldet euch auf jeden Fall. Realer geht's nicht, Digga. Wer braucht einen Bilderrahmen? Oder was? Wie heißt das Ding nochmal? Laminiergerät. Laminiergerät? Krass. Woher kennst du dich das aus? Aus der Schule. Echt, ja? Wir haben mal selber so laminiert sind. Okay, krass. Meinst du, es war ein Obdachloser oder wem gehört das? Ich denke mal eher so, dass es Sachen sind, die nicht mehr gebraucht werden von Leuten, einfach die einfach reingeschmissen haben. Geil. Okay. Kennt man für ja von Berlin. Vielleicht auch. Kennt man ja von Berlin. Wie stehst du zu Graffiti? Ist auch richtig cool. Graffiti, sowas ich liebe Graffiti. Ich zeichne auch selber sehr viel. Echt, ja? Geil. Und Graffiti ist einfach mein Leben. Geil, dass du das feierst, Alter. Aber hier in den Ecken ist ja überall, siehst du ja. Meinst du? Wegen Rock? Nein, allein schon 60. Meinst du, rechts? Ja, deutsch schon drauf hin, ja. Krass, hätte ich nicht gedacht, dass er jetzt rechts ist. Ich hätte ihn jetzt einfach ganz normal angesprochen und gesagt, was geht ab? Meinst du, der wäre komisch? Ich denke schon. Ja? Was ist denn hier, Alter? Fährt die noch? Ja, wa? Doch, das ist ja eine Straßenbahn. Komm, lass uns mal rüber. Das ist wie überfahren. Aus, ja, das sind so teure Wohnkomplexe, war hier. Können wir ein bisschen näher gehen, vielleicht können wir machen, mal kurz in die Kamera zeigen. Und geil. Und das, wer ist das? Das hier in der Gegend, sagt das haben wir auch. Das hier in der Gegend, so, ist auch richtig gut, lecker Döner und was gibt, oder was zu essen. Ist auf jeden Fall richtig schwerbar, Döner. Echt, ja? Bin mal gespannt. Das seht ihr wahrscheinlich im nächsten Video, Freunde, wie ich mit dem jungen Mann hier was teste, weil er hat ja schon vorhin was erwähnt gehabt. Bin wirklich sehr, sehr gespannt. Das aber seht ihr auf dem Zweikanal. So, und hier sind wir schon am Mauerpark, wa? Ja. Krass. Hier ist der Mauerpark. Auch was los hier, wa? Hier nochmal die Mauer zu sehen. Im Hintergrund Alexanderplatz. Kannst du dir vorstellen, dass deine Vorfahren damals einfach von Ost nach West nicht kommen konnten, dass man hier auch nicht rausfliegen konnte? Du als junger Mann heute, als 18-Jähriger, kannst du dir nicht vorstellen, ne? Kann man sich einfach gar nicht vorstellen. Man kennt die Geschichte von der Schule, auf jeden Fall. Aber an sich so den Hintergrund wirklich gar nicht, null. Ist krass, ne? Weißt du, wie schwer es war damals, hier aus dem Osten rauszukommen in den Westen? Und diese Mauer hat die Leute dazu gehindert und Leute wurden sogar abgeknallt, wenn sie rüberklettern. Mhm. Geschweige bis dahin kommen, Mann. Es war ja hier vor schon abgesperrt. Mindestens so 10, 15 Meter vorher schon waren hier abgesperrt. Du konntest ja nicht mal bis zur Mauer kommen damals. Und überall Checkpoints und überall oben in so kleinen Häuschen so Leute mit Gewehren. Und jetzt heute, 2021, was sagst du? Ist geil oder was? Ja, man liebt sein Leben. Ja, ist der geilste so. Ein bisschen History muss sein mit der neuen Generation. Ja. Und ja, das war damals die Mauer, Freunde. Ich kann mir das ja selber nicht vorstellen. Ich bin selber 86er Jahrgang. Das heißt, ich habe zwar noch gelebt, als die Mauer stand und als sie dann 89 gefallen ist, war dann ja auch egal, weil ich ja sowieso nichts verstanden habe, war auch gerade mal 4, 5 Jahre alt. Ich meine, es ist heftig und ich bin auch froh,
To be alive jetzt, so, weißt du? Dass ich jetzt lebe, nicht damals, wo ich heftig war. Oder schon vor dem Zweiten Weltkrieg und so. Stell dir mal vor, die Welt ist wirklich nur ein 90er-Shit-Leben. So. Ja. Wäre langweilig irgendwann, weißt du? Nee, 80er oder 90er Jahre waren geil. War schon an sich. Aber nicht so Weltkonflikte und sowas. Wenn man so einige Sachen hört, so, war an sich schon eine geile Zeit. So. Aber wenn du jetzt lebst, ja. Ist doch mal was anderes. Ist einfacher. Ich finde heute echt viel einfacher. Boah, ich habe die 90er mitbekommen. Von 80er kann ich nicht reden. Aber ich habe Anfang 90er hab ich mitbekommen. 91, 92, 93 bis 2000. Und dann die neuen 2000er Zeiten waren auch sehr, sehr geil, die ersten 10 Jahre. Und jetzt, finde ich, hat sich das komplett um 180 Grad gewendet. Ganz andere Welt. Ich weiß nicht. Wenn ich damals so rumlaufen würde mit der Kamera, die würde mir Schläge meines Lebens geben. Ja. So war, Junge, was macht der? Auf früher diese Gebäude, die sind... Ja, ist alles Neubau, Digga, ist alles neu. DB, das ist auch neu. Das Einzige, was wirklich alt ist, Bro, sind solche Mauern hier. Ja. Solche Oldschool-Mauern. Und so alte Gebäude, die man auch kennt. So. Ich glaube, wir gehen hier mal hier rüber. Ja, Mann. Und die Mauern natürlich. Chimville. Auch ultra geil hier. Bist du Fußballfan oder sowas? Ich war mal Fußballfan, ja, ganz ehrlich. Guckst du auch keinen Fußball mehr und so, wa? Nein, gar nicht. Ich mag das gar nicht, Bro. Ich war immer Breaker, ich war immer Tänzer, Hip-Hop so. Ich mochte Fußball nicht so. Stabil, Tänzer. Ich weiß nicht, Digga. Ich mochte überhaupt nicht, Digga. Beach Mitte. Beach Mitte. Sollen wir mal da ein bisschen gucken? Ja, können wir machen, ja. Ich weiß nicht, Freunde, aber ich mochte Fußball nie, Digga. Das ist voll langweilig. Mal WM ist geil, so, weißt du? Ja, aber so diese Sauferei und dann ständig dieses Bundesliga ist nicht mein Ding, Bro. So, meine Freunde, ich würde sagen, das fasst das auch schon mit dem Video, würde ich sagen, oder? Das war's. Fürs Erste ist doch kurz und knappig. Der Kollege wollte mir noch auf jeden Fall was zeigen, wo es wirklich sehr gut schmeckt. Ich meine auch so Orte, die ich noch nicht kenne, zum Beispiel Dönerläden oder ein paar andere so, Sachen. Das wiederum seht ihr dann, wie gesagt, auf meinem Zweitkanal. Da kommt auf jeden Fall noch was mit dem Yellow. Geiler Typ auf jeden Fall. Und ist ein angenehmer Typ. So neutral und so leicht, so, weißt du? Ich kann ihn gut leiden. Dankeschön. Die Energie passt auf jeden Fall, Bro. Finde ich cool. Und auf jeden Fall würde ich sagen, keine Ahnung. Danke fürs Zuschauen. Das war so Marc-Schmeling-Halle. Wo waren wir noch? Kulturbrauerei. Wollte ich auch unbedingt mal gezeigt haben. Und dann hat mich der junge Mann darauf angesprochen. Ja. Und ich finde das cool. Ich finde das cool, dass ich auch ein bisschen was gezeigt bekommen habe. Ich habe mich da früher auch ein bisschen rumgelungert wegen Party und so. Ich weiß es aber, wie gesagt, heute nicht, was heute abgeht. Deswegen finde ich es immer cool, wenn ich jemanden dabei habe als Gast und der mir sozusagen rumführt. Instagram unten in der Verlinkung, Infobox. Seht ihn in Yellow, folgt ihm, checkt ihn ab. Und dann würde ich sagen, das war's auch schon mit dem Video. Daumen nach oben, abonnieren, aktivieren. Und denkt dran, spielt nicht an euch selbst herum. Ja, kennst du das zum Schluss von mir? Ja. Sonst rutscht noch einer aus. Ja? Spielst du auch an dir selbst herum, oder? Ja. Haut rein, Freunde. Peace.